Okay, ja, willkommen. National Guard und Mojo. Hallo. Spontane Aktion, aber schön, dass ihr da seid. Mhm. Dürfte ich gerade mal zusammen vorstellen. Hier haben wir vorhin ein bisschen geredet. Die Konstellation ist ja sehr ein bisschen speziell von euch beiden. Ja. Also ich bin National Guard. Ich spiele halt schon eine Weile Gitarre, Akustikgitarre, oder wir beide spielen schon eine Weile Akustikgitarre und harmonieren da sehr gut und hatten auch mal eine Band zusammen, also Ocean Sound Foundation, wie die noch kennt, aber schon 10 Jahre her. Und wir sind quasi noch so die Gitarristen, die noch ein bisschen zusammen jetzt weiterspielen und eigene Songs machen auch. Genau. Und weil ich nach Ocean Sound Foundation auch gerne mal Musik zu Hause gemacht habe, so ein bisschen produzieren und so weiter, habe ich mir irgendwann mal einen Song von ihm geschnappt und der ist jetzt auf dem Sampler. Das heißt, ihr habt da jetzt nicht zusammen noch eine neue Band gegründet, habt aber gesagt, wir machen das jetzt unter dem Namen Mojo, oder? Ja gut, Mojo, als Mojo bezeichne ich mich. Also. Er ist Solokünstler Natschnagit und so. Okay. Ja, was habt ihr denn auf dem Sampler draufgepackt? Wie heißt das Lied? Das musst du doch zusagen. Der Song heißt A Rider, den habe ich geschrieben, ich glaube vor 3 Jahren ungefähr. Und den hatte ich aber nur mit der Akustikgitarre mal gespielt und wir hatten den quasi bandmäßig noch nicht umgesetzt. Und wie er gesagt hat, also hat er sich den geschnappt und einfach komplett neues Arrangement gemacht und den produziert. Das hört man auch quasi, dass es ja jetzt nicht nur eine Akustikgitarre ist. Ganz vielleicht da mehr dazu sagen, wie der noch entstanden ist oder ich glaube, Text auch nochmal ein bisschen verändert. Nee, eigentlich nicht. Okay. Gedacht, dass ich wieder so umgeschrieben auf die Sicht von außen oder so. Nee, eigentlich nicht. Aber gut, ich habe halt meine Interpretation davon gemacht im Sinne von, es geht ja darum, sich zu wehren, dass man immer älter wird und vielleicht die Sachen nicht mehr so tun kann, wie man will. Eigentlich aus der Sicht von jemand, der immer noch Gas geben möchte oder sich so fühlt, aber in Wirklichkeit ist ja das weinende Auge auch dabei, dass man genau, wenn man das so anspricht oder sowas, vielleicht drauf kommt oder daher drauf kommt, weil man eben nicht mehr so durchziehen kann, wie man sich das vorgestellt hat. Also speziell altersmäßig auch so. Es geht um BMX-Fahren, Skateboard-Fahren, wo man früher einfach drauf losgefahren ist und sich heutzutage freut, wenn die Sonne scheint und man einfach noch gemütlich eine schöne Route fahrt, einfach so, sagen wir mal. Verstehe, das klingt ja sehr gut. Genau. Richtig, für den Bluebox-Sampler ist ja auch eine Release-Party geplant. Da werdet ihr ich weiß gar nicht, wie habt ihr vor, den Song da zu präsentieren? Das haben wir gerade noch gesprochen. Das bleibt eine Überraschung. Bleibt eine Überraschung. Alles klar. Gut, ihr macht ja schon eine ganze paar Jahre Musik, wenn ich das richtig verstanden habe. Wie seid ihr denn mit dem Jugendhaus verflechtet? Ja, von Kindesbeinen an immer wieder im Jugendhaus gewesen. Und wir haben es ja schon angesprochen, wir hatten auch mal eine Band mit ein paar anderen Leuten noch zusammen, wo wir regelmäßig im Jugendhaus geprobt haben. Was war das? Wie hieß die? Ocean Sound Foundation. Ja, also 2004 bis 2008 waren wir da stark aktiv und haben 2008 auch ein Album gemacht. Die Explicit Rockin' Habit von Ocean Sound Foundation, eine ganz coole CD, 13 Songs glaube ich, die richtig Gas geben. Wer da Lust hat, der kann sich da mal informieren auch. Und dann war ein bisschen Ebbe und ja, jetzt sind wir aber auch schon seit ein paar Jahren, haben wir wieder einen Proberaum dort. In Bonn oder was seid ihr? Ja, in Bonn, genau. Hatten da ein Projekt noch mit dem Schlagzeuger, das war noch hier beim Jugendhauskonzert vor 2 Jahren. Und ja, jetzt machen wir gerade eben, haben keine richtige Band mehr, Schlagzeuger haben wir gerade keinen und genau, produzieren jetzt mal, sag mal so ein bisschen, einfach songweise quasi. Den Bluebox-Sampler, also beziehungsweise die Bluebox, die jetzt ja die Redbox ist in Warmbronn. Wart ihr da schon mal drin im neuen Studio? Habt ihr das mal mitgenutzt? Kurz reingeschaut, ja. Wir haben eine Verkleidung dafür gebaut, aber sonst war musikalisch. Habt ihr quasi tatkräftig mitgeholfen bei der Renovierung? Nee, ganz klein. Ja, ganz klein, ja. Ja, alles hilft ja so ein bisschen. Nein. Genau. Wo habt ihr denn schon, also ich weiß nicht, ihr habt bestimmt auch schon auf einigen von den Konzerten hier so gespielt. Wart ihr mal auf dem Open Air? Beim Warner Open Air? Habt ihr da mal gespielt? Also gespielt nicht. Nee. Ich habe mal unter so einem Sonnenschirm nebendran gespielt, aber
Auf die Bühne noch nicht, ne? Gibt es trotzdem irgendwelche Erinnerungen an Konzerte, an die ihr euch gerne zurückerinnert? Gibt es da irgendwelche, wo man was drüber erzählen kann? Beim Open Air speziell? Ja, allgemein. Sagen wir mal, früher die Konzerte, wo noch OPP, Regeneration und Juggerbytes da waren, sag ich mal so, das ist für mich eine ganz große Erinnerung, die ich nie vergessen werde und mich auch immer noch sehr stark emotional an das ganze Haus gebindet und ja. Das war, aber ich meine, ihr meint ja quasi noch die alte Baracke, oder? Das ist Warmbronn speziell. Ach, Warmbronn, ja gut, da hat sich nicht so viel geändert, richtig. Genau. Genau, ja, habt ihr noch Pläne für euer Projekt? Wohin geht's weiter? Nö, also konkrete Pläne haben wir so gesehen nicht, weil Kreativität lässt sich ja nicht in den Plan fassen. Also wir schwimmen in unseren Gefühlen in die Zukunft. Ja, ich mache gerade ein Album von meinen ersten Songs auch. Es wird jetzt dieses Jahr fertig. Da habe ich auch einfach einen Computer produziert, habe Gitarren und Gesang natürlich direkt aufgenommen, Akustikgitarren auch. Und Schlagzeug dazu gebaut, das produziere ich jetzt gerade oder ist gerade im Mastering, sag ich mal so. Und da habe ich auf jeden Fall vor, noch zukünftig noch mehr Songs umzusetzen, auch in Alben. Jetzt kommt mal das erste und dann geht es dann Schritt für Schritt weiter. Alles klar. Dann danke ich euch vielmals fürs Kommen und für das Interview. Und wünsche euch auf jeden Fall noch viel Erfolg bei allem, was ihr noch so tut. Und wir sehen uns spätestens zur Release-Party wieder. Okay. Da bin ich mal gespannt, was ihr so auftischt. Wir auch, ja. Danke fürs Interview, war sehr nett hier auf jeden Fall. Klar, gut. Ja, dann, ciao. Vielen Dank. It's all for all around, for all who ever don't wish me harm. So move your ass and jump up and down.